Warum ist Deutschland in aller Herren Länder, vor allem bei deren Abkömmlingen, so beliebt? Das Image des Deutschen war ja durchaus durchwachsen. Und da rede ich nicht von den deutschen Familien, die im Adria-Hotel frühmorgens um 6 Uhr alle Strandliegen besetzen. Was löst die tägliche Sogwirkung aus, die Menschen dazu veranlasst, über Kontinente und tausende Kilometer hinweg nach Europa direkt nur nach Deutschland zu wandern? Was ist das Geheimnis der deutschen Asylindustrie? Bürgergeld. Bürgergeld lautet die Zauberformel, mit der die deutsche Regierung wie von unsichtbarer Hand geleitet hunderttausende Menschen, ach was sage ich, Millionen Menschen dazu veranlasst, ihre ursprüngliche Heimat, ihre Familien, ihre Freunde, ihre Loyalitäten hinter sich zu lassen, um ins gelobte Land Deutschland zu kommen. Pro Jahr kostet das deutsche Fachkräftewunder Bürgergeld dem deutschen Steuerzahler 43,8 Milliarden Euro. Das sind knapp 10% des gesamten deutschen Bundeshaushaltes. Und wer bekommt dieses heiß ersehnte, wild umkämpfte Bürgergeld? 5,3% der Deutschen beispielsweise. Klingt recht wenig, ist es auch. Nur 5,3% der Deutschen sind auf das Bürgergeld angewiesen. Aber jetzt wird es interessant. 65,6% aller in Deutschland aufhältigen Ukrainer erhalten auch das Bürgergeld. Zahlen das Selenskyj und seine Oligarchen zurück? Damit gehen sich zumindest ein paar Dankrechnungen für den Bentley-SUV unserer lieben ukrainischen Feriengäste aus. 55,1% aller Syrer in Deutschland, also die Mehrheit, erhalten das Bürgergeld. 47,1% aller Afghanen, also knapp die Mehrheit, erhalten das Bürgergeld. 41,7% aller Iraker erhalten das Bürgergeld. Und immerhin noch 16,2% aller Türken fühlen sich in der steuergeldfinanzierten Sozialwatte des armen deutschen Michelpudel wohl. Aber warum heißt diese Sozialleistung Bürgergeld? Es sollte doch eher Syrergeld oder Irakergeld oder Afghanengeld heißen. Es ist ein Lockmittel, das Deutschland gezielt einsetzt, um das Armenhaus der Welt zu werden. Es sollte doch Asylgeld heißen oder steuergeldfinanzierte Umzugsprämie. Die Deutschen hingegen empfangen es ja größtenteils nicht. Sie zahlen nur dafür. Mit 50% ihres Einkommens, mit Steuern und Abgaben, mit ihrer täglichen Leistung. Also ist das Bürgergeld eher eine Umverteilung von den Leistungsträgern zu den sogenannten Facharbeitern. Dabei habe ich ja gedacht, dass die Facharbeiterschwemme der Ampelregierung einen entscheidenden Beitrag zu Deutschlands Wirtschaft und Sozialsystemen leistet. Nein. Da gibt's nur Abfluss. Wieder einmal falsch gedacht. Mit Blick auf Berlin muss man halt immer vom Schlechtesten ausgehen und liegt dennoch nicht daneben.